Was ist los? Für den, der das Transit-Video nicht geguckt hat, der wird nicht verstehen, warum ich jetzt aussehe, wie ich aussehe. Und deswegen setzen wir uns jetzt erstmal hin. Oh. Also, ich bin gerade mit dem Fahrrad gefahren. Eine Runde lasse ich See in 2 Minuten. 2:25. Ist okay. 17 Sekunden schneller als sofort Model T. Ja, ist okay. Mit einem JP. Also, ich kann euch jetzt schon mal versprechen, heute gibt es einen neuen Rundenrekord. Ja. Also davon gehe ich sehr, sehr, sehr stark aus. Der 8 bringt alles mit, um das zu schaffen. Traktion, Bremse, Fahrwerk, langes Drehzahlband, schnell schaltendes Getriebe, schnell runterschaltendes Getriebe und einfach schnell, also in der Geraden. Also alle Faktoren stehen hier auf grün, dass das richtig abgeht. Ja, das denke ich auch. Ne? Also da gehe ich sehr, sehr, sehr stark von aus, dass das echt fetzen wird gleich, weil ja einfach alles mitbringt. Ja. Ich bin fertig. Ja, sieht man. Ich bin warm. Das ist gut. Sieht man, dass ich fertig bin? Nee, man, also optisch nicht, aber so vom Verhalten jetzt gerade. Hallo. Hallo. Mir geht's super. Hallo. Warm fahren müssen wir gleich, penibel. Ja, alles ist top. Gib ja, denke ich auch. Das Ding ist schon brutal. So, GTR ist gefahren 54 Sekunden, glaube ich, als schnellste Runde. 54,9, 54,8, irgendwie sowas. So, ich sag mal, das Ding hier fährt sehr sicher unter 54 Sekunden. Ich sag 53,2. Was sagst du, Mr. Secret? Ich bin auch so 53, würde ich sagen. Dann schon los ist. 53, boah, ist ja schon echt gut. Mhm. Guck mal, 53, manche Autos fahren eine Minute oder sowas, 7 Sekunden auf 1200 Meter. Mhm. Da kriegt man schon, also, ne? Und es ist nicht die Motorleistung, was raushaut, sondern Fahrverhalten gepaart mit Motorleistung. Ich habe auch echt Bock, bin echt heiß. Ich denke, die Rundenzeit könnte immer ein bisschen besser sein, wenn man auf den Serienrädern fährt. Wir fahren ja jetzt 21 Zoll hinten und 20 Zoll vorne. Ich glaube, auf Serien der 8-Bereifung wäre es nochmal ein Tick besser. Aber es ist, wie es ist. Er steht auch hier, wie er jetzt so steht. Das daran lässt sich nichts ändern jetzt. Und muss man eine Keramikbremse anders warm fahren irgendwie? Oder braucht die generell einfach mehr Hitze auch oder weniger als eine Stahlscheibe? Oder? Also du musst auf jeden Fall eine Stahlscheibe behutsamer warm fahren, wenn sie schon einmal angefahren wurde, würde ich sagen. Okay. Eine Keramikbremsanlage ist schneller im Leben, bleibt auch schön temperiert in dem Bereich. Mhm. Und eine Stahlscheibe eigentlich auch. Okay, tut sich nicht so viel. Ne? Noch eine Sache ist, nach diesem Video kommt die Folie ab. Was ich nicht schlimm finde. Nein, wird gut, ja. Ja, ist lang genug jetzt so drauf. Ja. Man hat sich satt gesehen daran. Und ich freue mich auch drauf, die runterzunehmen. Auf zu neuen Ufern. Da entsteht ja schon wieder was Neues quasi dann. Was Neues, Altes. Ja, mal gucken. Oh, lecko, Fanny, bin ich alt. Eieieiei. Darf man ins Fitti gehen regelmäßig? Bist du angemeldet sogar? Gehen wir zusammen. Gehen wir das Gleiche. Ich hab dich dazu noch nie gesehen, aber. Wie geil der Kompressor aufdreht, ne? Das ist Ami-Style gepaart mit Deutschen. Jetzt geht's ab hier, Leute. Hab ich Schiss? Nicht wirklich, aber ist natürlich schon schnell. Das ist ja wirklich auch von den Reflexen, von allem, was man so macht. Das ist ja jetzt nicht nichts irgendwas, was irgendwie Kindergarten ist. Ne? Wir können schon mal hier auf den Dynamic Mode, sind wir. Gehen wir manuelle Gasse. Getriebe hat 46 Grad, 63 Grad Motor, 46 Grad Getriebetemperatur. Aber wenn man sich allein nur jetzt vor Augen hält, wenn man jetzt hier losbeschleunigt, ne? Vom Gefühl her nur. Wir dürfen ja keinen Deutschlandtour machen, aber wir fahren jetzt hier so los. Gut. 50 km/h schneller als ein langsames Durchschnittsauto. Boah, wenn man hier, guck mal, wenn man hier so durchfährt, guck dir das mal an. Ja. Guck mal, zack, Borsigplatz fertig. Ciao. Dann hier raus, Drehmoment, Bremse, guck mal hier, boom. Weißt du? Das wird. Oh, alter Vater. Guck mal, wo wir schon sind. Ne? Was für eine Zeit. Ist ja keine Zeit vergangen jetzt. So, ein bisschen warm fahren das Ding noch. Das Auto ist so brutal geil, ne? Finde ich. Das ist einfach ein perfektes Auto. Ja. Und das kann er auch perfekt, was wir jetzt hier machen. Aber jetzt so querfahren und spielen und Spaß, das kann er auch. Aber du brauchst halt echt Platz und echt eine große Strecke, damit er da sein Talent so zeigen kann. Aber jetzt so raus, guck mal. Das Auto ist nie in Hektik. Jetzt können wir einmal Sprungkuppe gucken, wie es sich anfühlt. Wir machen mal so die standardmäßigen 100 noch was. Kein Problem, das war jetzt 104. Ja, fühlt sich easy an, ne? Genau, nur das wird gleich anderes Tempo sein. Boah, guck mal. Ach, guck mal. Alter.
Also, wir gehen auch gleich in den Dynamic Performance Motor, also Performance Dry. Da ist dann nämlich ESP leicht deaktiviert. Das heißt, weil bei da in der Kurve gerade hast du gemerkt, wird er so ein bisschen reinregeln und bremst mich ein. Was ich nicht will. Ich will eigentlich, dass das Auto komplett das tut. Guck mal, guck mal. Wie geil ist das denn? Krass, Alter. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Der geht ja dann doch. Das ist richtig geil, dass das so geht. Also das habe ich auch nicht gedacht, dass er so quer kommt. Und wenn man jetzt hier so Gas gibt. Oh. Naja, ja, nee, nee, nee. Damit ist es vielleicht doch besser, damit anzufahren, weil der so gut regelt. Ich will ja eine schnelle Rundenzeit, ich will ja nicht quer. Ich will ja so gut wie möglich weg vom Fleck. Ja. Alter Jonas! Das ist ein All-Wheel-Drive Drehmoment-Drift. Das ist echt krass. Boah, heftig, ey. Heftig ist gar kein Ausdruck. Nee. Also bei sowas wünsche ich mir natürlich, dass am liebsten ihr alle mitkommen könnt. Um einmal Leute. Zu spüren, ne? Komm, wir sind beide nass geschwitzt nach einer Runde. Komplett. Weil der Körper, das ist auch Motorsport, der Körper fängt geht die Konzentration hoch. Du musst dich festhalten im Sitz und all das auf einmal. Adrenalin halt auch, ne? Ja, das war jetzt ein paar Sekunden fahren, du bist nass. Ja, ich bin auf voll. Ja. Volle Kanone. Und Adrenalin kommt dazu. Das wird richtig, richtig geil. Ich sag gerade, dass das Konzentrationslevel ist auf jeden Fall ein anderes als sonst. Das ist jetzt schon sehr, nicht sehr, aber ich bin bedachter. Ja, das merke ich schon. Weil wenn du jetzt hier runterfährst und den Bremspunkt zum Beispiel verpasst, passiert nichts Schlimmes, aber du verhaust dich schon echt weit. Wenn ich es gut erwische jetzt, komme ich mit 160 km/h da durch. So, der Mr. Secret ist da schon durch. Geht los, dann kannst du rüber. Hab mal gehört, ey. Das ist er nämlich wirklich nicht. Boah! Boah, ich krieg halt kaum Luft. Okay, da hat er mich voll eingebremst vom ESP. Unfassbar. Unfassbar. Erste Runde, 55 Sekunden glatt. ESP hat mich voll kastriert und das machen wir jetzt nämlich auch mal aus. Wir gehen in diesen ersten Performance-Modus. Jetzt geht's ab, Leute. Jetzt pass mal auf. Ich habe gerade locker 30 km/h verschenkt in der Geraden, weil er bei 114 km/h den Riegel vorgemacht hat. 54 Sekunden glatt war das? Oder 55? Alter. Ja, warte. 55? Ja. Aber mit ESP alles an. Jetzt pass auf. Okay. Sekunden. Ich muss besser fahren.
Ich fahre jetzt mal nicht in Manuel. Vom Fahren her ist es aber nicht. Sehr anspruchsvoll. Sehr, sehr anspruchsvoll. Wir fahren jetzt nochmal mit Manuel. Ja, los geht's. Auf die Pizza. Fertig. Los. Dampft und qualmt aus allen Ecken. Bremse, alles. Oh, das war anstrengend. Schon lustig auch. 53,8 Sekunden. Ich sag dir aber auch ganz ehrlich, 53,8 Sekunden oder wie ich damals so gesagt habe, so ja, unter 50 Sekunden. Ja. Ich weiß nicht. Das ist schnell, Alter. Und es hört sich an. Ja. Boah, brutal geil. Vielleicht können wir mal was reinschneiden, was du so hörst. Ja, genau. Ja. Also von der Runde. Wenn du da ankommst, da geht's hier Döttinger Tiefe runter. Das ja. Ist ein Wald. Boah, so geiler Sound. Ja, mega geil. Also wie, ja. wie so ein R8 LMS. Ja, genau. Das ist ja Serienanlage, ne? Ja, geil. Das ist brutal. Ja, ja. Guck mal, auch hier, das ist ja alles umgestellt, das Auto hier. Also obwohl Allrad. Also man muss echt an die Audi-Jungs totales Kompliment sagen. Erstmal kommt der R8 mit dem Mehrdrehmoment echt zurecht, den wir hier fahren. Dazu kommt, dass das Auto wirklich ein, ich glaube, einen RWS... Heckangetriebene, ach, das war auch bestimmt sehr geil. Aber wie du das Auto hier querfahren kannst und bewegen kannst und so, ist echt super geil. Mit dem Wissen, dass wenn der kommt, dass du immer noch Allrad hast, dass du mit dem Fuß runter das Auto immer noch stabilisieren kannst. 163 habe ich auf dem Tacho gesehen hier runter. Boah. Das ist viel. Wie schnell war der Kuppe oben? Habe ich nicht gesehen, weil ich da echt busy war. Ja, ist echt heftig. Aber diese Stelle hier zum Beispiel, ne, wenn du auf die große Stadt Ziel wieder kommst, ist so tückisch gebaut, weil sie fast jedes Auto aushebelt. Manchmal denke ich mir, ja, das hebelt das Auto nur aus, weil das so eine Stelle ist, die für so einen Nicht-Sportwagen einfach tückisch ist. Aber der R8 so ist ja ein reines Sportfahrzeug. Das wird ausgehebelt mit Allradantrieb. Siehst du aber auch. Ich komme stabil rüber, dann bricht der Asphalt weg. Der Stabi ist dann zu hart. Ich weiß nicht genau, wie ich es erklären soll. Auto bricht aus. So, bei Ausbrechen hast du bei einem Allradauto folgende Option. Vollgas. Weil wenn du aus dem Gas rausgehst, wird das ganz schnell richtig, richtig zappelig in dem Auto. Was du ja siehst, ich habe ja einmal richtig Richtung Hecke geguckt und dann geht's richtig krass zur Sache. Hier, diese Ecke. Ja, die Kuppe hier. Ja. Ich bin echt richtig Puls. Ich habe dreimal den Bremspunkt verkackt, weil das Fahrwerk dann für diese Geschwindigkeit mit der Bodenwelle und dem Bremsmanöver einfach nicht das kann wie die anderen Autos. Die kommen einfach langsamer hier rüber. Ich wollte gerade sagen, es liegt ja also eher daran, du bist einfach zu schnell, ne? Du musst auch krass aussehen, wenn ich wegfahre. Alter, boom! Vom Stand aus, ja. Ohne Launch Control, der geht einfach weg. Auch als Fahrer merke ich, du willst eigentlich was sagen und merkst so,
Bremsen, weißt du, und dann boom, hier an dem Kegel vorbei, ab in die Mitte von dem Kreis rein. Denkst dir, scheiße. Verkackt. Nee, Rundrekord geschafft, nicht so schnell, wie ich dachte. Ich kann mir vorstellen, dass ein anderes Fahrwerk das nochmal pariert, dass du hier den Bremspunkt triffst und kleinere Felgen. Boah, ich bin immer noch außer Atem. Was habe ich für ein Fahrwerk jetzt drin? Nur Gewindefedern. Originaldämpfer mit den Gewindefedern drin, ja. Ja, das wird einiges reißen, glaube ich. Ganzes nochmal. Kann ich mir auch wirklich vorstellen, dass das nochmal einiges ausmacht. Aber fragst du, ob man das will, ne? Ob man das will. Nee, weil ich bin gerade hier raus, ne? Komm auf dich zu und denk mir so, komm, Hauptsache schnell über die Linie, schnell über die Linie. Gib nochmal Gas und dann ist hier hinten nochmal quer und dann gucke ich so Richtung Hecke hier so. Ja. Und denk mir so, boah, wenn du jetzt hier einplankst, ne, dann machst du hier so einen doppelten Rüttberger. Ja, das stimmt. Mann. Nee, also ein wunderbarer Sportwagen. Muss man ganz ehrlich sagen, ein wunderbarer Sportwagen. Was ein tolles Auto. Echt, also R8, echt, nee, muss ich echt sagen, echt geil. Weil er kommt schon quer. Er ist zwar nicht wie so ein M, der dir dann den absoluten Terrordrift gibt, auf so engen Stücken, aber er kann echt eine Menge. Verdient Rundenrekord, aber da kommt ja noch was. So, machen wir noch was? Kürzeres Video, ne? Oder? Ich bin echt platt, Alter. Ja, war ja auch viel heute, du. Ja, Fahrradfahren und alles. War echt viel. Wir geben ihm einmal nochmal so ein Mini-Danke-Porn, wenn er hier so steht, ne? Hier so vor dem Blau, weil das so unheimlich schlecht passt mit dem Schwarz und Gelb. Ja, ist total schön. Ich bin echt im Arsch, ja. Tschüss. Tschüss. Zeit. Weiß ich gar nicht. Hier, siehst du? Hier, schnell vorbereitet. Mr. Secret, Zeit! 53,8 Sekunden. Ich brauche hier einen Spickzettel. Der wird hier immer reingesteckt. Zettel. Damit der Cremo von da so tun kann, als wüsste er die aus dem Kopf, kann rüberspielen. Also, der Audi hat seine Zeit gefahren von 53,8 Sekunden, was die Rekordzeit ist! So, 53,8 Sekunden ist natürlich echt raketenschnell. Und die, für mich heißt diese 53,8, dass ich sie schlagen will mit dem GT3. Deswegen hast du auch direkt hier zwei Reihen runtergerückt. Wann wir die GT3-Zeit fahren, weiß ich noch nicht. Ich muss sagen, dass der GTR schon echt schnell war, ne? Leck mich am Arsch. War wirklich gut, ne? Krass. Für runtergeranzte Reifen. Aber ich denke, der Grund, warum der GTR diese Zeit da so reingehämmert hat, ist einfach dann doch Leistung. Ja, auf jeden Fall. Weil er diese gerade so schnell macht, immer wenn er ein bisschen Fläche hat, wupp, wupp, kann er die so durchschubsen, wo so ein anderes Auto halt sich ein bisschen abrackert. Ja, stimmt. Größte Überraschungszeit bis jetzt so für dich? Positiv? Danke sehr, Herr Kubik. Camaro auf jeden Fall. Ja, für mich auch. Camaro, ey. Lecco mio. Camaro und selbst Camaro ohne Fahrwerk mit 59,1 finde ich auch noch wirklich beachtlich. Also da muss ich echt sagen, das ist echt ziemlich geil. Und GT3 unter 53,8, ey. Größte Negativüberraschung ist M4. Klar. Voll. Also M4, und das ist nicht ein Fahrfehler gewesen, das ist einfach nicht anders dosierbar machbar gewesen mit Upgrade-Ladern. Das Turboloch ist ein Tick größer und wenn es dann überschritten ist, das Turboloch, dann hast du halt echt richtig zu viel Drehmoment. Das wäre quasi so, als wenn du die anderen Referenzzeiten auf Schneedecke fahren würdest mit den anderen Autos oder so. Nee, so ähnlich. Also, ist halt also auf glatter. Auf der Bremse war das Auto super gut, aber du Bremse brauchst du gar nicht so krass, weil du gar nicht so schnell wirst. Weil das war für ihn halt genau das falsche Terrain. So, ja, 53,8 macht mir gerade so ein bisschen. Ich freue mich zwar selber, dass wir eine geile Zeit haben da, weil guck mal, wir fahren jetzt momentan ein Spektrum von 53,8 Sekunden bis Transit 1 Minute 20 auf derselben Distanz. Ne, ich zähle das jetzt hier unten nicht. Und 1 Minute 20, voll geladen, 1 Minute 10, erste Straßenzug aus dem PKW, 1 Minute 7 zu 1,53 fahren wir. 14 Sekunden Unterschied. Ja, so sieht's aus.